herzliches Willkommen. Wir sind bei Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, habt das genossen, habt euch ein bisschen regeneriert. Wir haben heute natürlich auch wieder die Sonne im Krebs, den Mond in den Zwillingen. Vor Nervosität wird gewarnt. Lasst euch nicht aus der Fassung bringen, lasst euch nicht überfordern. Bleibt ruhig, entspannt, im Zweifelsfall einmal tief durchatmen oder kurz vor die Tür gehen. Bis zum 28. haben wir mal noch Mars Saturn, was dafür sorgt, dass wir unsere Projekte, unsere Ziele verfolgen und eben nicht einfach links liegen lassen, sondern akkurat daran arbeiten. Das ist sehr gut, damit wird man auch erfolgreich. Ja, ansonsten werden wir weitestgehend von den Gestirnen in Ruhe gelassen und ich wünsche euch einen tollen Start in diese Woche. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und startest mit neuer positiver Energie in die neue Woche. Die Sonne befindet sich im Krebs, der Mond im kollektiven Zwilling, kommunikativen Zwilling. Und da haben wir familiäre Energie, aber auch Gespräche, sensitive Energie mit Sonne im Krebs. Wir schauen mal, was wir für den Widder heute haben am Montag. Ausgewogenes Geben und Nehmen, die drei der Stäbe, Strategie, Vorgehen, vielleicht auch um diese Harmonie herzustellen mit den sechs der Münzen, zwei der Kelche, sehr schön, da sind die Gespräche, die persönlichen Gespräche, wie man vielleicht vorangehen möchte, das kann im Job sein, das kann privat sein natürlich. Wir haben sechs der Münzen, das ist also, man achtet auf eine gewisse Harmonie, dass keiner zu kurz kommt, keiner sich übervorteilt fühlt. Und die Strategie ist vielleicht, wie bringe ich das rüber, wie kläre ich die Dinge. Zwei der Kelche ist ja, wie gesagt, aufeinander zugehen, miteinander sprechen, einander Respekt zollen, indem man auch zuhört, den anderen die andere ausreden lässt. Das ist sehr wichtig heute, das ist eine gute Strategie für Gespräche. Wir haben dazu die Liebenden. Es kann um Beziehung gehen, selbstverständlich, also private, persönliche Gespräche im Beziehungsbereich, Familie, Partnerschaft, wie auch immer. Es kann aber auch um Geschäftliches gehen, selbstverständlich. Die Zwei der Kelche beinhaltet nicht nur Liebe, es ist auch Zuwendung im Sinne von, wie können wir was klären? Wie kann ich das umsetzen, was ich liebe zum Beispiel, ja? Da ist die Eigenliebe natürlich auch wichtig, dass du viel von dir hältst und natürlich auch freundlich und entgegenkommend auf andere zugehst. Wir haben eine schöne Energie, da ist eben auch Einigkeit dabei und ich denke, dass dieses Gespräch auch sehr positiv verläuft. Und dabei wünsche ich dir natürlich einen guten Start in die Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Die Sonne befindet sich im Krebs, der Mond im Zwilling. Liebevolle, harmonische, familiäre Energie, sehr sensitiv, sehr gefühlvoll, mitfühlend, aber auch, ich denke mal, eine Gegenleistung erwartend. Das ist so die Energie des Krebses in der Sonne. Wir haben, wie gesagt, den Mond in den Zwillingen. Das kann viele Gespräche bedeuten, das kann Unterhaltung bedeuten, Telefon, E-Mail, wie auch immer. Es kann auch ein bisschen viel werden manchmal und du als Stier bist natürlich auf Ruhe aus und Harmonie natürlich, Sinnlichkeit genießen und natürlich den Dingen nachkommen, die man so erledigen muss. Ja, hoffentlich hast du dich am Wochenende gut ausgeruht und bist jetzt fit für den Start in die neue Woche. Ich wünsche es dir. Was haben wir für den Stier? Auch die sechs der Münzen hatten wir beim Widder auch. Ausgewogenes Geben und Nehmen, da haben wir die drei der Schwerter und den König der Münzen. So, das ist ja deine Energie. Ich habe den Eindruck, dass es heute nicht so fair zugeht, wie man sich das wünschen würde. Und ich denke mal, es geht darum, dass es nicht so fair zugeht im Job oder im Umfeld. Wir haben die neun der Stäbe. Du bemühst dich um Stabilität und Sicherheit, aber jemand grätscht möglicherweise dazwischen. Jemand möchte was anderes oder ist unfreundlich, unhöflich. Ja, stell dich darauf ein, aber versuch nicht, irgendetwas hier zwanghaft herzustellen. Wenn es nicht geht, dann lass dir auch nicht unbedingt was gefallen, sondern sei du selbst, sei nett und freundlich,
aber verausgabe dich nicht. Die 9 der Stäbe ist ja die Energie des Burnout. Du musst jetzt nicht jemanden vergewissern oder absichern oder dich um diese Person bemühen. Das, glaube ich, würde sich nicht lohnen. Je nachdem, was es ist, versuche in deiner Energie mit den Dingen umzugehen, trotzdem freundlich und liebenswert zu bleiben. Ja, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Die Sonne weiterhin im familiären Krebs. Sehr sensitiv, gefühlvoll, entgegenkommt. Mütterliche Energie auch, ja, alle umsorgen. Der Mond ist im eigenen Zeichen, also ein Zwilling für dich, sind gute Gespräche das A und O. Worauf man natürlich ein bisschen achten sollte, ist, dass man natürlich mit der Krebsenergie schnell irgendwas gesagt hat, was der andere falsch auffasst oder in den falschen Hals bekommt. Da solltest du ein Stück weit aufpassen. Schauen wir uns an, was wir heute für den Zwilling haben. Wir haben die 4 der Münzen, an etwas festhalten, die 2 der Stäbe, man steht vor einer Weggabelung, und die 10 der Kelche. Da haben wir sehr viel Gefühl, Sensitivität. Und vielleicht bist du dir noch nicht sicher, in welche Richtung du tendierst. Also ob du etwas beibehalten möchtest oder dich etwas Neuem widmen möchtest, was du sehr liebst. Also wir hatten ja schon mal das Gespräch darüber, dass du jetzt auch dich den Dingen widmen sollst, die dir am Herzen liegen, die du voranbringen willst, um die du dich kümmern willst. Dann solltest du dich natürlich nicht um neue Dinge kümmern. Das haben wir auch gesagt. Du sollst aber auch nicht krampfhaft an etwas festhalten. Es geht darum, was bringt dich am besten voran? Wo hast du schon lange dran gearbeitet und was musst du natürlich dann auch im Auge behalten? Wir haben das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals dreht sich in deine Richtung mit Jupiter im Widder. Feuerenergie, Temperament und dranbleiben. Du bist hartnäckig und du bist stark, du kannst das schaffen. Bleibe also bei dem, was du persönlich liebst und was du wirklich schaffen möchtest. Das kann eine Weiterbildung sein, eine berufliche Entwicklung oder auch partnerschaftliche Entwicklung. Du solltest von deinem Weg, finde ich, nicht abweichen. Du solltest dabei bleiben, was du bisher weiterverfolgt hast und was dir wirklich am Herzen liegt. Wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst, solltest du das wählen, was dir deine Intuition sagt und wo du das Gefühl hast, da gehöre ich hin. Viel Erfolg dabei, einen schönen Start in die Woche und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind bei Montag, 27. Juni 2022. Die Sonne im eigenen Zeichen beflügelt dich, macht dich sehr empfindsam natürlich auch, aber auch sehr liebenswürdig, entgegenkommt, fürsorglich, liebevoll, schön. Der Mond ist im Zwilling und kann für eine Menge Gespräche sorgen, unerwarteten Besuch, vielleicht auch sehr viele Gespräche, kann manchmal ein bisschen zu viel werden. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und dass du eben auch die Dinge ja für dich geregelt bekommst. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und wir schauen uns jetzt an, was wir an diesem Montag für den Krebs haben. Erfolg, du bist erfolgreich. Wir haben die 6 der Kelche, Nostalgie, Vergangenheit und die Kraft, die innere Kraft und den inneren Schweinehund besiegen. Vielleicht hast du ja auch was geändert als Krebs, was in der Vergangenheit schon erfolgreich war, aber mit der inneren Kraft bleibst du dran. Du wirst deinen Schweinehund besiegen, ja, habe ich ja auch gesagt, dass du eben dran bleibst an dem, was sich als erfolgversprechend bewährt hat. Und wir haben den Wagen. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch mit der Nostalgie, mit der Vergangenheit auch so ein bisschen was hinter dir lässt, mit der Kraft und mit dem Wagen auf eine neue Spur fährst. Also den Erfolg natürlich weiter suchst, aber ich glaube anders als zuvor. Da geht es darum, dass du Ehrgeiz hast, dass du dranbleiben willst. Es geht darum, die Zügel in die Hand zu nehmen, selbst zu bestimmen, wo du hinfährst, ja, in welche Spur du dich begibst, ja. Es ist die Erfolgskarte und sie steht für den Krebs. Und damit ist natürlich auch gemeint, dass du den Ton angibst bei dem, was du entscheidest, ja. Finde ich sehr schön, ja. Du musst halt die Pferde oder die Sphinxen in dem Fall in der Spur halten. Ja, du musst halt immer sagen, ansagen auch, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Und dann sollst du den Wagen voranbringen. Ich denke, dass da großartige Erfolgsaussichten stehen. Viel Erfolg für dich, einen schönen Start in die Woche und bis morgen.
Ein herzliches Willkommen, lieber Löwe. Wir sind bei Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, du hattest ein schönes, geruhsames Wochenende und wir starten auch in dieser Woche mit der Sonne im Krebs. Das ist sehr familiär, enger Kreis, Fürsorge. Kann manchmal für dich als Feuerzeichen vielleicht auch ein bisschen beengend sein. Wir haben den Mond in den Zwillingen, Kontakte sind da, man unterhält sich. Wir haben natürlich auch Jupiter und Mars noch im Widder. Wir haben die Venus im Zwilling. Also ich denke mal, da sind ein paar schöne Aussichten drin. Aber wie gesagt, familiär und so kann schon mal ein bisschen einengend sein. Was haben wir für den Löwen? Mach langsam. Starte die Woche geruhsam. Kein Stress. Geselligkeit. Miteinander, mit anderen. Ich denke, die Gespräche klappen gut. Und es wartet Arbeit auf dich. Ja, das ist der Job. Und ich denke, dass du damit zurechtkommst, dass du dich wohlfühlst. Aber du sollst dir eben heute an diesem Montag auch keinen Stress machen, sondern schön peu à peu in die Woche hineinkommen. Sich mit anderen unterhalten, Geselligkeit ist wichtig und auch Zusammenarbeit ist wichtig. Und vielleicht ist es auch so, dass man miteinander auch eine schöne Zeit hat und eben gerne zusammenarbeitet. Das ist ja auch sehr schön. Wir haben das Gericht. Du beurteilst die Situation, wie sie sich gerade jetzt in dem, was du bearbeitest, darstellt, nach Faktenlage. Das kann gut sein, das kann weniger gut sein. Wichtig ist, dass du eben kein Wunschdenken mit reinnimmst, sondern dass du wirklich die Fakten prüfst und auch aufrichtig daran arbeitest. Ich denke mal, es geht darum zu erkennen, wo Dinge verbessert werden können. Aber wie gesagt, lass dir schön Zeit, sorge für das Miteinander, ja, das Miteinander im Beruflichen, mit den Kollegen, den Vorgesetzten, wie auch immer, vielleicht auch mit den Kunden. Ich sag ja, mit Zwillinge Mond und Zwillinge in Merkur und natürlich Venus, Merkur, kann da ganz schön viel Betrieb sein. Also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, arbeite sachlich, ruhig und entspannt. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und wir schauen uns den Start in die neue Woche an. Die beginnt wieder mit der Sonne im Krebs. Liebevolle, fürsorgliche, familiäre Energie. Ich denke, das liegt dir auch, das magst du auch gerne mit dem engeren Kreis. Der Mond befindet sich in den Zwillingen, da haben wir auch viel Gesprächsstoff. Merkur ist ja auch in den Zwillingen. Wir haben die Venus in den Zwillingen, also da können einige neue Kontakte schon was ausmachen und vielleicht viele Gespräche können stattfinden. Schauen wir uns an, was wir für die Jungfrau an diesem Montag so haben. Wie startet die Woche? Hohe Priesterin, Intuition, Bauchgefühl, Mäßigkeit, innere Mitte. Du bist in deiner inneren Mitte König der Stäbe. Das kann natürlich die Energie des Jupiter und Mars eben wieder bedeuten. Hoffentlich nicht zu stur. Es kann aber auch jemand sein, der dir begegnet. Du bist in deiner inneren Mitte und jemand kommt sehr mit Volldampf auf dich zu. Kann natürlich sein. Wir haben den Page der Münzen. Mach langsam. Lass dich bitte davon nicht irritieren oder aus der Ruhe bringen. Du hast den richtigen Riecher. Du hast die richtige Energie, um die Dinge, egal was auch immer heute kommt, sehr gut zu beurteilen und auch zu wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Nämlich möglichst ohne Stress. Auch wenn, wie gesagt, durch die vielen Energien im Zwilling da ein bisschen Tohuwabohu um dich herum herrschen kann. Wir haben eine gute Energie. Je cooler du bist, desto besser kriegst du das gewuppt. Auch wenn viel los ist, wenn viele Leute an dir rumzehren, was von dir wissen wollen. Du kriegst das hin. Du kannst sogar andere damit beruhigen und damit auch den Stress aus diesem Tag rausnehmen, sofern er sich zeigt. Ja, finde ich sehr schön, dein Bauchgefühl ist ganz klar da und du ruhst in dir. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Also ich denke mal, dass dieser Tag auch sehr angenehm für dich sein wird. Viel Spaß dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, du hattest ein schönes, geruhsames Wochenende und startest jetzt mit neuer Energie in die neue Woche. Die hat es nicht so in sich, aber zum Schluss hin schon. Also momentan geht es ruhig mit der Sonne im Krebs. Familiär, fürsorglich, ja, sehr empfindlich, sensitiv. Ja. Der Mond befindet sich im Zwilling, wie auch die
Venus und auch der Merkur, das ist natürlich beflügelnd für Gespräche, für Unterhaltung, neue Kontakte und die Pflege von Kontakten und möglicherweise auch, naja, für Flirts natürlich. Ja, schauen wir uns an, was wir am heutigen Montag für die Waage haben. Der Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen. 9 der Stäbe, man verausgabt sich vielleicht an der falschen Stelle. Und das Ass der Kelche, Eigenliebe. Es kann bedeuten, dass du nicht zu sehr auf das achten sollst, was andere tun, sondern vielmehr darauf, wie du mit dir selber umgehst. 9 der Stäbe, habe ich dir gesagt, ist so die Burnout-Karte. Man verausgabt seine Kräfte. Man möchte vielleicht jemandem gefallen. Dabei sollte man dafür sorgen, dass man mit sich selbst glücklich ist. Denn das ist ein Magnet für Gefühle und für Liebe. Ja, also je mehr du dich um andere kümmerst, desto weniger wirst du interessant für die. Also ich würde einfach mal schauen, dass du dir selbst auch liebevoll den Rücken stärkst, liebevoll mit dir umgehst, nett in Gedanken zu dir sprichst. Und das macht den Charme aus. Wir haben nämlich die 9 der Kelche. Da könnte sich einiges daraus ergeben. Wie gesagt, wenn du nicht irgendjemandem hinterherhechelst, den du bewunderst, sondern dich um dich kümmerst, könnte es andersrum gehen, dass dann plötzlich das Interesse bei jemand anderem geweckt ist. Das gilt übrigens auch im Beruflichen. Also lass dich nicht irritieren davon. Du musst nicht jedem gefallen und es muss dich auch nicht jeder mögen. Aber wenn du deine Arbeit akkurat machst, können sich auch da die Wünsche erfüllen. Durchaus. Du darfst halt nur nicht zu viel Energie daran verschwenden, jemand anderem gefallen zu wollen. Das ist so der Tipp für heute, den Montag. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, du hattest auch ein schönes Wochenende. Wir starten gleich mit der Sonne im Krebs, was dich auch sehr weich, sehr fürsorglich und liebevoll macht. Wir haben mit der Krebsenergie natürlich auch eine gewisse Empfindsamkeit, also man sollte nicht zu stark auftreten an diesem Tag oder in der Zeit, in der Sonne im Krebs steht. Wir haben den Mond im Zwilling. Das kann für dich ganz schön nervenaufreibend sein. Es kann Stress bedeuten. Wir haben auch Merkur im Zwilling, die Venus im Zwilling. Auch da kann es für gute Kontakte sorgen, aber eben auch, dass ein bisschen viel auf einen einpreschen könnte. Was haben wir heute für den Skorpion an diesem Montag? Der Eremit, Jungfrau-Karte, in sich gehen, in sich schauen, was man machen möchte, wo man hin will, welche Talente man hat, welche Schwächen, wie man das ausgleichen kann. Wir haben eine solide Rückendeckung, 4 der Stäbe. Und wir haben die 5 der Stäbe, da ist der Wettbewerb oder die innere Unruhe durchaus möglich. Also ich denke mal, dass du dir irgendwas überlegst, Haus, Heim, Familie oder auch Firma könnte das betreffen, dass du da irgendwelche Überlegungen tätigst, du bist dir noch unschlüssig oder du bist ein bisschen unruhig heute, ob das alles so klappt. Wir haben die 8 der Stäbe. Also für dich ist heute auch sehr hilfreich, mit anderen zu sprechen. Du kannst heute sozusagen durch Entgegenkommen, Freundlichkeit, vielleicht sogar Mitbewerber zu deinen Freunden machen. Ja, du hast dir was überlegt und du möchtest eine solide Basis, auch vielleicht im Job. Und da ist es gut, mit anderen darüber zu sprechen, wie sie sich das vorstellen, wie man miteinander zurechtkommen kann. Kann auch ein neuer Kollege, eine neue Kollegin sein, selbstverständlich. Und du überlegst dir, ja, vielleicht, wie du das handhabst, ja. Also ich denke mal, mit dem Eremiten bist du ein bisschen verschlossen, weil du noch nicht sicher bist, aber es ist eine solide Basis und gute Gespräche können dazu führen, dass du dich selbst auch sicherer und angekommen fühlst oder eben auch respektiert. Finde ich sehr schön, lass es langsam angehen und schau mal, wie sich die Dinge entwickeln, sei entgegenkommend und hilfsbereit. Viel Erfolg dabei und guten Start und ich sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Die Sonne befindet sich weiterhin im Krebs, der Mond in den Zwillingen. Erstmal, hoffentlich hattest du ein schönes Wochenende. Ja, mit der Krebsenergie, das ist für dich auch manchmal ein bisschen beengend, weil zu viel, ja, ich sage jetzt mal, Druck gefühlsmäßig vielleicht ausgeübt wird, weil du auf Empfindsamkeiten achten musst. Mit dem Mond im Zwilling und auch mit Merkur im Zwilling und natürlich auch mit Venus im Zwilling. Gute Gespräche, Kontaktpflege, neue Kontakte, vielleicht auch ja,
gute Gespräche. Kann natürlich auch manchmal ein bisschen viel werden, wenn viel über irgendwas gesprochen wird. Wir schauen mal, was wir für den Schützen allgemein heute haben. Drei der Schwerter, eine Enttäuschung, eine Absage, etwas, was nicht gut läuft. Fünf der Schwerter, Konflikt, Auseinandersetzung, vielleicht auch das Ansprechen negativer Aspekte. Drei der Münzen. Im Team, in den Gemeinsamkeiten, irgendwo gibt es Streit, Auseinandersetzung oder Uneinigkeit. Ja? Also es kann auch bedeuten, dass du enttäuscht bist und das auch verkündest und sagst, was dich enttäuscht hat. Ja? Drei der Schwerter ist ja eine Enttäuschung, muss nicht immer Herzschmerz sein. Und du teilst das auch mit, was dich enttäuscht, was dich kränkt. Die drei der Münzen und die sieben der Kelche. Dein Team, deine Gruppe und dich herum hat vielleicht zu hohe Erwartungen an sich selbst und an andere. Es kann auch bedeuten, dass da irgendwas gemacht werden soll, was dir nicht verständlich ist oder wo du sagst, da bin ich nicht mit einverstanden. Das finde ich doof, ja, mal kurz und knapp gesagt. Ich habe den Eindruck, dass du von Leuten umgeben bist an diesem Montag, die nicht wirklich auf den Punkt kommen. Das ist so das Gefühl, was ich habe mit der Illusion, den zu hohen Erwartungen. Das klingt so ein bisschen abgehoben, so ein bisschen schräg. Und ich denke, dass dir das nicht gefällt und dass du das auch äußerst, dass du deinen Unmut äußerst heute, ja. Ich denke, du solltest das auch tun, aber auf eine sehr adäquate, freundliche und konstruktive Weise. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Die Sonne befindet sich im Krebs, familiär, fürsorglich, entgegenkommend, sensitiv, auch empfindsam. Der Mond befindet sich im Zwilling, kommunikativ, Kontakt pflegen. Die Venus ist ja auch im Zwilling, der Merkur ist im Zwilling. Also können sehr viele Gespräche stattfinden. Die können aber zum Teil auch recht oberflächlich sein. Schauen wir uns mal an, was wir für den Steinbock am heutigen Montag haben. Mäßigkeit, Intellekt und Gefühl im Einklang. Acht der Schwerter, man weiß trotzdem keinen Ausweg. Ritter der Stäbe, du möchtest was riskieren. Riskieren solltest du natürlich nur etwas, wenn du dir sicher bist. Und solange du keine Lösung hast und keinen wirklichen Weg, ist das Risiko nicht abschätzbar. In deiner inneren Mitte kannst du damit umgehen, dass du keine Lösung hast. Vielleicht noch etwas warten. Wir haben den Stern, Wassermann-Energie. Das bedeutet, dass du natürlich zur Klärung etwas nachfragen kannst oder Hilfe, Unterstützung erbitten kannst oder jemanden um Unterstützung anfragen kannst. Auf jeden Fall. Du musst das nicht alleine klären. Aber ich denke, dass wenn man in einer Sache so sehr drin ist, so tief da drin ist, dass man wirklich nicht mehr so objektiv ist. Und darum geht es wahrscheinlich. Du solltest jemanden, der einen objektiven Blick darauf werfen könnte, vielleicht auch mal heranziehen. Ja, das wäre ganz gut. Da haben wir nämlich die Wassermann-Energie. Wassermann-Energie ist zum Beispiel auch sehr, sehr sachlich, sehr ideenreich, ja, und sehr ehrlich, was das betrifft. Also das wäre zumindest eine Möglichkeit. Vielleicht ist es auch so, dass du einfach die Nase voll hast davon, von dieser Sache hier. Und jetzt möchtest du ausbrechen. Die Heilung ist aber da, Rettung naht, aber hab noch ein wenig Geduld. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind beim Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, bist gut erholt und startest mit neuer Energie in diese Woche. Wir haben natürlich immer noch die Sonne im Krebs. Familiär, gefühlvoll, sensitiv, leicht zu verletzen, muss man Acht geben. Der Mond, Merkur und Venus sind in den Zwillingen. Das beflügelt dich natürlich, aber solltest du nicht mit Pauken und Trompeten davonrasen, sondern schön achtsam auch mit deinen Mitmenschen umgehen. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir am heutigen Montag für den Wassermann so haben. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit, aber auch Dankbarkeit und Demut. Acht der Schwerter, auch du hast so ein bisschen keine Lösung in Sicht, aber die Klarheit kommt. Also ich denke mal, Stabilität und Sicherheit ist Erdenergie, Pragmatismus. Man geht es langsam an, man weiß, was man hat oder kann.
Man möchte das nicht wieder hergeben, man hat noch keine Lösung, man sucht nach Lösungen und sagt vielleicht auch wahrheitsgemäß, dass du da noch Zeit brauchst oder dass du ja zumindest offen bist dafür, Vorschläge anzunehmen. Ja? Wenn dir nichts einfällt, können vielleicht andere was dazu beitragen. Wir haben die Königin der Schwerter, Aufrichtigkeit zu dir selbst. Kann bedeuten, dass du dir vielleicht bisher in deiner Sicherheit mit dem König der Münzen irgendwelche Sachen selbst nicht eingestanden hast, dass du dich geweigert hast, die zu sehen. Wir haben hier die Augenbinde, ja. Und möglicherweise ist heute der Tag, wo dir klar wird, ich muss Farbe bekennen, ich muss dazu stehen, was ich an Erkenntnissen gewonnen habe oder was ich tatsächlich sehe. Und das möchte ich mit mir selber eben auch klären. Ich möchte mit mir selber ins Reine kommen. Das ist ein guter Vorsatz und den solltest du natürlich auch möglichst zeitnah in die Tat umsetzen. Also mit sich selbst ehrlich und aufrichtig zu sein, bewirkt auch nach außen eine gewisse Authentizität. Und dann denke ich mal, dass du die Dinge, die dir auf dem Herzen liegen oder die du anbringen möchtest, auch gut rüberbringen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Montag, 27. Juni 2022. Ich hoffe, auch du hattest ein erholsames Wochenende und bist frisch gestärkt in die Woche, in die neue Woche gestartet. Die Sonne ist im Krebs, das kommt dir sehr zu Pass, weil auch gefühlvoll, sensitiv, fürsorglich und familiär, aber auch sehr sensitiv. Wir haben den Mond, die Venus und den Merkur in den Zwillingen. Da kann eine Menge los sein. Ja. Da können auch viele Leute viel wollen, viel erzählen. Ja. Und ich denke mal, man muss nicht alles glauben, was man hört. Und vielleicht ist das, was man hört, auch manchmal ein wenig oberflächlich. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das für die Fische an diesem Montag so aussieht. Heilung mit dem Stern, Wassermann-Energie. Der Turm, etwas fällt weg. Platz schaffen für Neues. Und die zwei der Stäbe. Die Entscheidung liegt bei dir. Also es gibt etwas, was du vielleicht heilen möchtest. Teilweise vielleicht versuchst du den Weg frei zu machen, aber es steht trotzdem noch eine Entscheidung an. Das fällt dir wohl nicht ganz leicht. Also da ist vielleicht auch ein bisschen ein Verlust. Vielleicht ist es auch so, dass du genesen wirst von einer Krankheit oder von irgendwas, was dich beschäftigt hat. Wir haben hier die Veränderung, die Transformation. Möglicherweise hat die Heilung, dieser Turm auch, etwas bewirkt bei dir, dass du eine Veränderung anstrebst. Ja? Vielleicht weißt du noch nicht genau, wie diese Änderung genau aussehen soll. Aber du hast vor, etwas zu verändern. So viel steht fest. Und mit dem Turm bist du auch bereit, Opfer zu bringen oder Dinge hinter dir zu lassen. Ich denke, das ist sehr gesund. Ja? Das ist sehr hilfreich, dass du dich nicht an irgendwelche Dinge klammerst, die vielleicht nicht relevant sein könnten. Wichtig ist, dass du von deiner Entscheidung dann letztendlich auch überzeugt bist. Du musst sie nicht heute treffen, du kannst sie auch in ein paar Tagen treffen. Es ist nur so, dir wird heute klar, dass eine Veränderung nötig ist. Und ich denke, wie gesagt, dass du bereit bist, das anzugehen. Dann wünsche ich dir einen guten Start in diese Woche und viel Erfolg bei dem, was du vorhast. Bis dahin.